Hey Leute, hier ist der Marc. Willkommen zu einem neuen Arena-Video. Wir sind heute nochmal mit der Scharnhorst Black unterwegs. Gestern ja schon eine schöne Runde gehabt und es geht auf jeden Fall weiter hier unsere Glückssträhne. Bevor wir ins Gefecht gehen, schauen wir uns mal nochmal schnell an, welche Module und Kapitänskillung ich nutze. Ich nutze einmal Zielsystem Mod 1, dann nutze ich noch Schadensbegrenzungssystem Mod 2 und zu guter Letzt Zielerfassungssystem Mod 1. Und als Kapitän den Henry J. Hyde mit der Basisfähigkeit außergewöhnlicher Schrauber und geskillt haben wir einmal flambierter Kanonier, rotierende Bohrer, Treffsicherheit, dann haben wir den Mechanikermeister und als legendären Skill Feuer mit Feuer bekämpfen. Und bei den Inspirationen nutze ich den Andrew Cunningham und den Paolo Di Revel. Und ich würde sagen, wir gehen mal direkt ins Gefecht. So, wir sind im Gefecht mit dabei, der JC Gameplay und der Tactic Angel, beide mit der New Orleans hier in der Runde. Auf der Karte Nachbarn im Herrschaftsmodus. Eine Gneisenau im Gegnerteam. Müssen wir speziell natürlich im Nahkampf aufpassen. Und es startet hier direkt mit den Heilungsbuffs für jedes Team. Einen. Sag mal, ein Heilungsbuff ist eigentlich relativ angenehm, wie ich finde. Gerade wenn jedes Team halt einen bekommt. Aber wenn es zu viele werden, wird es natürlich schwierig, die Schlachtschiffe rauszunehmen. Aber ein Heilungsbuff lasse ich mir hier eingehen. Und wir werden auf jeden Fall versuchen, uns um das obere Team oben rechts zu kümmern. Safety first fahre ich hier auf jeden Fall oben um die Insel rum. Nicht, dass wir dort ins Kreuzfeuer genommen werden, falls das Team unten links in unsere Richtung fährt. Und die zweiten Buffs sind gespawnt. Nachladebooster. Das ist natürlich geil. Nachladebooster ist auf jeden Fall der Buff nach dem Heilungsbuff, den man unbedingt haben möchte. Ist natürlich schon ein großer Vorteil, wenn man einfach mehr da nachladen kann, mehr Schaden machen. Das ist natürlich eine geile Sache. Dort haben wir auch das orangene Team entdeckt. New Orleans dort. Gucken wir mal, ob wir dort rüberkommen. Sollten jetzt hier eigentlich schießen können. Geht allerdings hier leider schon rein. Dennoch. Ein Treffer, beziehungsweise zwei Treffer, aber nur ein Treffer, der Schaden gemacht hat. York haben wir dort noch. York müssen wir auf jeden Fall auch aufpassen. Gerade wenn wir die York zu dicht rankommen lassen, ist die York dort natürlich sehr im Vorteil durch die massiven Torpedos. Auch wenn wir selber welche haben. So, da haben wir die Nagato entdeckt. Bin mir gerade noch ein bisschen unschlüssig. Ich glaube, wir wollen als erstes hier gegen die New Orleans helfen, dass die schon mal draußen ist. Und den JC hat es hier leider von der Nagato erwischt. Also schade. Leider hier drei Overpens gegen die New Orleans. Aber wir haben gleich wieder nachgeladen. Diesmal zwei Zitadellen, das gefällt mir auf jeden Fall schon mal besser. Und ein Haufen Nachladebooster in der Runde auf jeden Fall. Jedes Team hat natürlich eine Heilung. Die anderen zwei Teams kämpfen dort auf der Südseite. Dort haben wir die Nagato. Reitet hier aber leicht weg. Immerhin 10.000 Schaden gemacht, hier mit zwei Türmen nur. Der eine war ja beschädigt oder ist beschädigt.
versuchen jetzt hier vielleicht die Nagato zu bekämpfen. Warten wir mal, dass er ein bisschen mehr Breitseite nutzt oder dreht, dass wir hier besser treffen können. Macht die Nagato aber gut. Die will hier ein bisschen anwinkeln. 6.500. Leider 4 Abpraller dabei gewesen. Kann aber auf jeden Fall hier eine Weile dauern. Schießen hier auf jeden Fall mal auf die York. Leider nicht den besten Treffer hier gemacht. Nagato dreht wieder raus. Ja, 7.600. Kann man sich nicht beschweren. York macht das auf jeden Fall auch gut. Reitet dort so ein bisschen weg. Reicht uns hier nicht direkt Breitseite. Versuchen wir hier weiterhin die Nagato zu bekämpfen. Nicht, dass er dort sich wieder die ganze Zeit hochheilen kann. Könnte aber auf jeden Fall ein bisschen dauern, hier die Nagato rauszuholen. Wir könnten natürlich jetzt hier in den Nahkampf gehen und versuchen, die Nagato wegzutorpen. Aber es wäre auf jeden Fall relativ riskant, weil die Nagato natürlich so dicht bei York ist. Und wenn wir Pech haben, dann kriegen wir zwar ein oder vielleicht beide Kills, aber gehen dabei halt selber drauf durch Torpedos von der York. Dementsprechend versuchen wir das hier so sicher wie möglich zu spielen. Habe gesagt, die Nagato macht es hier nicht ganz verkehrt. Reicht zwar immer mal ein bisschen hier Breitseite. Ah, York trifft uns hier relativ gut gerade sogar. Hauen einfach mal unsere Torpedos raus. Müssen auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Versuchen hier vielleicht nochmal unser Glück, aber York dreht hier auch rein. Okay, wir müssen auf jeden Fall jetzt vorfahren. Es sieht so aus, als wenn die York jetzt versuchen möchte, uns eventuell mit den Torpedos rauszuhauen. Ich würde natürlich gerne die Nagato weiter beschießen. Oh, ja, dreht breit für die Torpedos. Aufklärer ist draußen. Und ein sehr schöner Treffer hier. Zwei Zitadellen. Genau für diesen Moment haben wir uns den Aufklärer aufbespart, dass wir dort die York für die Torpedos bestrafen können. Nächste Salve reichte schon. Ah, nicht ganz. Nochmal 7.000. Torpedos müssten gleich irgendwann kommen. Nächste Salve konnten wir rausnehmen, die York. Sehr schön. Da kommen auch die Torpedos, wie wir erwartet haben. Gehen aber alle vorbei. Leider konnte sich die Nagato jetzt hier schon wieder ein bisschen hochheilen. Und wir sind jetzt auch vom Leben her schon halbtot. Die Heilungen, die wir hier haben, die Reparaturmannschaften, die bringen uns jetzt auch nicht so viel, weil der Heilungsbuff mehr oder weniger den Bereich schon hochheilt, den wir auch mit unserer Heilung hochheilen könnten sozusagen. Dementsprechend, selbst wenn wir jetzt hier eine Heilung bereit hätten, könnten wir es nicht nutzen. Versuchen jetzt hier nochmal zu helfen gegen die New Orleans, die hier fast tot ist, der Taktik. Versucht dort ein bisschen auf jeden Fall das andere Team abzulenken. Und wir müssen jetzt hier auch ein bisschen überlegen, wie wir es machen. Ich könnte natürlich jetzt Richtung Nagato fahren, aber eventuell müssen wir die Nagato noch dafür benutzen, mehr oder weniger, um das andere Team dort zu flankieren, indem wir einfach die Nagato jetzt hier leben lassen, wegfahren lassen und hoffen einfach, dass die Nagato dann ein bisschen das andere rote Team quasi angreift. Aufpassen, dass wir jetzt hier nicht gegen die Insel fahren. Weil wenn wir jetzt hier die ganze Zeit weiterkämpfen gegen die Nagato und der hinterherfahren, dann könnte wahrscheinlich das rote Team durchcappen. Und wir haben natürlich auch nicht mehr so viele Trefferpunkte übrig, müssen wir dazu sagen.
Nutzen hier auch nochmal unsere Reparaturmannschaft. Da können jetzt hier gleich auch die Insel nutzen, um dort hoffentlich zuzugehen. Da ist die Cheshire. Volles Leben hier noch. Versuchen wir hier den Taktik wieder zu unterstützen. Die Eisenau natürlich auch komplett voll noch. Treffen hier sogar die Zitadelle von der Cheshire. Sehr schön. Großkaliber gab es auch schon. Mittlerweile 163.000 Schaden erreicht. Auch schon die 100 Zieltreffer hier geknackt in der Runde. Das ist natürlich einiges. Wir werden jetzt hier nochmal von der Nagato aufgeklärt. Hoffe ich mal, dass er nicht auf uns schießt hier wieder. Wir gehen hier auf jeden Fall versuchen, auf die Cheshire zu gehen. Er schießt hier leider auf uns. Aber nur 1000 Schaden gemacht. Escher leider eingedreht. Wird hier auf jeden Fall eine knappe Sache. Der Taktik nicht mehr viel an Leben. Und die Cheshire hat natürlich Torpedos. Auf jeden Fall wichtig, dass wir jetzt hier nochmal ein bisschen Schaden machen. Ah, 2500 ist nicht das, was wir uns hier erhofft haben, wenn wir ehrlich sind. Taktik könnte sich natürlich auch hochheilen, falls er dort überlebt. Treffen hier nochmal für 4000. Okay, es war aber wenigstens ausreichend, damit der Taktik die Cheshire rausnehmen kann. Schießen hier nochmal auf die Nagato, die auf uns wieder geschossen hat. Und jetzt hoffen wir mal, dass der Taktik sich eventuell zugehen lassen kann. Und überlebt er die eine Salve noch? Oh, ganz knapp. Ganz knapp. Okay. Die Eisenau natürlich noch komplett voll hier. Aber unsere Strategie funktioniert hier auf jeden Fall ein bisschen. Die Nagato fährt jetzt auf jeden Fall in Richtung der Gneisenau. Ich hoffe, dass er dort auch gleich drauf schießt. Ah, guckt immer noch hier in unsere Richtung. Eventuell wird die Runde hier, oder wahrscheinlich sogar, wird die Runde hier über den Tiebreaker sozusagen entschieden. Das Team, was die meisten Kills gemacht wird. Weil ich glaube nicht, dass wir die beiden Schlachtschiffe jetzt in den 3 Minuten noch rauskriegen. Mit den Heilungsbuffs, welche die haben. Müssen aber auf jeden Fall aufpassen, weil die Gneisenau hat halt hier auch schon Kills. Und sofern die Gneisenau es schafft, sozusagen die Nagato rauszunehmen, könnte es sogar so sein, dass es am Ende dann doch ein Unentschieden wird. Weil die Gneisenau mit den Kills gleichzieht. Wir müssen da gegebenenfalls versuchen, die Nagato dementsprechend rauszunehmen, wenn die nicht mehr viel Leben hat. Um auf der sicheren Seite zu sein. Falls die Gneisenau nämlich den Kill bekommt gegen die Nagato, dann müssen wir auf jeden Fall die Gneisenau noch rausnehmen, um zu gewinnen. Und wie gesagt, 2 Minuten. Müssen wir mal gucken. Nagato hat hier fast nichts mehr an Leben. Wir sollten aber eigentlich schneller sein, was das Nachladen angeht. Kill hätten wir sicherlich verdient gegen die Nagato. Da haben wir bestimmt schon gute 100.000 Schaden allein an der Nagato an Schaden gemacht. Salve ist draußen. Und... ah ja, sehr schön. Das war auf jeden Fall ein wichtiger Kill. Sofern wir es nicht schaffen, die Gneisenau rauszunehmen, wäre es nämlich sonst ein Unentschieden gewesen. So haben wir jetzt 5 Kills. Das Team von der Gneisenau hat nur 3 Kills. Hätte er halt den Kill bekommen, wäre es 4-4 gewesen von den Kills. Und dann müssten wir ihn rausnehmen. Wobei, Chancen sind auf jeden Fall da. 2 Minuten haben wir noch. 200.000 Schaden hier auch schon dicke geknackt. Nochmal soliden Treffer gegen die Gneisenau. Ah, 3.000 diesmal. Bislang mussten wir noch gar nicht die Torpedos einsetzen. 230.000 Schaden hier
Taktik auch ein bisschen hochgehalten, sehr schön. Mit der Scharnhorst ist natürlich einfacher in den Arena-Modus viel Schaden zu machen durch die Heilungsbuffs, weil die Gegner halt einfach mehr Trefferpunkte haben und man selber natürlich auch ein bisschen leichter es hat zu überleben. Hauen hier einfach mal die Torpedos raus. Die letzte Minute ist angebrochen. Aber ich denke, wir können hier wahrscheinlich auch mit der nächsten Salve die Gneisenau sogar rausnehmen. Und dann wäre es sogar egal gewesen, dass wir die Nagato nicht bekommen haben. Und die Runde ist gewonnen. 242.000 Schaden wurden es am Ende. Mit 187 Zieltreffern hier mit der Scharnhorst. Das ist natürlich einiges. Ein Schiff aufgeklärt, ein Ausfall. 4 Schiffe zerstört, knapp hier an der Krake leider vorbei. 5 Zitadellen, 5-mal das Cap verteidigt. Dann gab es noch Dreadnought und Großkaliber. Schauen uns natürlich auch das Teamergebnis an hier. Schöne Teamleistung auf jeden Fall der Taktik dort, dass er dort so knapp überlebt hat. War natürlich eine geile Sache. Der JC hier ein bisschen Pech gehabt. Und ein Gegnerteam auf jeden Fall. Das Bravo-Team nicht schlecht gespielt. Dort besonders die Gneisenau und auch die Nagato waren nicht ganz verkehrt vom Charlie-Team. Wir schauen uns natürlich auch nochmal schnell den Wirtschaftszweig an und es hat sich halt wieder richtig gelohnt, hier wieder über 1 Million Kreditpunkte Profit gemacht in der Runde und es gab natürlich auch massiv an Erfahrung, das hat sich wieder richtig gelohnt. So Leute, das soll es auch für das heutige Video gewesen sein, wieder hier mit der Scharnhorst. Eigentlich vermeide ich das eigentlich, dass ich gerade bei Arena-Gefechten oder halt auch bei normalen Runden ein Schiff häufiger in kurzer Zeit bringe, aber diese Runde hat einfach so viel Spaß gemacht und hat sich hier auch wieder richtig gelohnt. Da habe ich hier meine Ausnahme gemacht. Ich hoffe, ihr fandet das jetzt nicht ganz so schlimm, dass wir 2 Tage hintereinander die Scharnhorst hatten. Waren auf jeden Fall beides sehr geile Runden, die viel Spaß gemacht haben. Und ja, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Abo wäre spitze. Schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr meinen Twitter-Account, meinen Twitch-Kanal, meinen Discord-Server. Schaut dort gerne vorbei. Ich würde mich freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.